So, hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Ich komme nicht weit genug runter. Hallo. Du kommst nicht weit genug runter. Wir haben hier schon mal was vorbereitet. Wir wollen nämlich heute eine Suppe kochen. Und zwar, die braucht übrigens eine Weile. Deswegen auch das billige Gas. Ne? Außerdem habe ich davon noch ein paar Kartuschen rumstehen gehabt. Ja. Du holst mir noch einen Fisch raus. Thema ist eben, wie heißt das Ding? Bündner Gerstesuppe. Bündner Gerstesuppe. Und das ist jetzt was dahingehend Interessantes, weil hier Schatz ist ja eine Bündnerin. Hä? Seit wann? Bist du nicht? Nein. Aber stammst doch auch aus Bündner, nicht? Ich stamme aus dem Appenzellerland. Appenzellerland, hupala. Ach scheiße, das ist ja das andere. Ja, da Bünden sind die unten beim Engadin. Richtig, so, ne? das sind ja die du. Unten beim Engadin. Ja, jedenfalls, da ist sie. Ah, hallo. Erzähl uns doch mal, was es mit dieser Suppe auf sich hat. Ja, ich war ja 10 Jahre aktiv bei den Pfadfindern und jeweils zu Waldweihnachten, also so Mitte Dezember, haben wir unsere Pfadfinder mit Eltern und ehemaligen Leitern und so weiter jeweils eingeladen zur Waldweihnachtsfeier eigentlich. Da gab es meistens ein bisschen Programm für die ganze Truppe. Und da ich häufig halt dann doch die Lagerköchin war und die gerne Feuer gemacht hat und darum gehüpft ist, habe ich in der Regel dann einen großen Topf, Bündner Gerstensuppe gekocht für alle. Und dann gab es abends, also es wird ja schon früh dunkel, ums Feuerchen rum, dann für jeden eine Tasse Suppe und man hat noch 3 Lieder gesungen und es war meistens so der Ausklang von der Waldweihnachtsfeier. Und da ich jetzt keinen großen Topf mehr habe und 50 Leute, die mitessen, aber dafür mich, gibt es jetzt eine kleine Gerstensuppe im kleinen Töpfchen mit dem Ben. Ja, und dazu haben wir schon was vorbereitet. Und zwar habe ich eine Zwiebel geschnitten. Hier drin ist eine halbe Zwiebel, die klein geschnitten ist. Ungefähr 100 Gramm Speckwürfel. Ganz klassischerweise nimmt man Bündnerfleisch und brät es in einem etwas Öl an. Bündnerfleisch. Ja, aber en bloc und dann geschnitten in Würfelchen. Das kriegst du hier nicht. Nee, weiß ich. Will ich auch nicht bezahlen. Bündnerfleisch. Aber Bündnerfleisch ist so lecker. Das ist so Darum gut. Darum ist ja auch die Bündner Gerstensuppe, weil da Bündnerfleisch drin ist. Alles klar. Aber wir haben sie auch meistens mit Speckwürfelchen gemacht, weil ist dann schon ein Kostenfaktor. Mhm. Eine Knoblauchzehe hat es noch ganz klein geschnitten drin. Und das braten wir jetzt als erstes mal an. Gut, dann werde ich jetzt mal versuchen, das Feuer anzubekommen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir was veröffentlichen, aber... Ja, das kommt nach dem Nikolaus und beim Nikolaus hatten wir die gleiche Thematik auch schon. Ja, stimmt. Ja gut, aber erklärt habe ich es dann letztens... Doch, das habe ich beim Nikolaus schon erklärt, ne? Dass wir ausgestattet sind wie Bolle. Ja, wir haben einen Mikrofeierstil und das ist auch schon alles, was wir zum Feuer machen dabei haben. Ich bin echt froh, dass ich immer wenigstens irgendwas zum Feuer machen standardmäßig in der Hosentasche habe. So. Muss man da kein Fett dazu machen? Da ist ja schon vom Speck her ganz viel Fett drin. Ah. Das reicht bei unserem gut beschichteten Titantöpfchen. Oh, das geht schnell. Reicht das ganz gut und das Anrutzeln. Du bist viel besser dran. Aber Schatz, der Topf ist aus Alu. Ja, Kandia wollte ich sagen. Jetzt beschichtet doch Kandia. Ja, okay. Wortentee. So. Ich hab tatsächlich hier ohne Fett. Als nächstes fügen wir ungefähr 150 bis 200 Gramm geschnittene Karottchen und einen halben Lauch dazu. Man kann auch, wenn man es mag, noch etwas Sellerie dazu machen, aber das ist dann Ben schon zu gemüsig. Mmh. Und auch das wird einmal fröhlich mit angedünstet. Ben taugliches Gemüse. Und wie immer beim Kochen von so einer Suppe oder so. So generell beim Kochen Mengenangaben so variieren, wie es einem gerade passt. Oder wie man es halt gerade zur Hand hat. Ja gut, bei der Suppe ist das ja auch wirklich nicht so wichtig. Dann hat man halt eine dicke Suppe oder eine weniger dicke Suppe. Ja, eigentlich ist nur wichtig beim Backen, damit die Sachen halt kochen und richtig aufgehen. Mhm.
Dann haben wir noch, was sind etwa? Etwa 125 Gramm Rollgersten, die werden auch kurz mit angedünstet. Gibt es sowas in Deutschland? Das weiß ich nicht, die sind noch aus der Schweiz. Ja, das gibt es sicher irgendwo in Deutschland. Hm. Habe ich jetzt noch nie gesehen. Rollgerste. Ja, die heißt so. Ja, und was? Das ist quasi... Die heißt Rollgerste. Aus der Mikro. Aus der Mikro. Sind einfach runde Gerstenkörner. Okay. Das ist was für Whisky-Trinker. Wir mögen Gerste. Ja, dann magst du auch Gerstensuppe. Ja, bestimmt. So, das Ganze wird richtig schön und heiß angebraten. Das machst du übrigens toll, Schatz. Mhm. Und dann mit einem Liter Brühe abgelöscht. Ich mache einfach Wasser rein und die Brühwürfel nachher. Man kann auch je nach Geschmack das Ganze mit etwas Weißwein ablöschen. Das kann ich mir auch noch sehr lecker vorstellen. Und dann kommt noch was rein. Meinst du, bist du da schon so mehr oder weniger gebrutzelt? Och, ich würde es noch ein ganz kleines bisschen weiter brutzeln. Wenn ich darf. Ja, das darfst du. So, ich ergänze das Wasser, als wäre es schön, wenn du den Topf halten könntest. Also ungefähr einen Liter, hä? Reicht. Mhm. Damit aus Wasser Brühe wird, gibt es so magische Würfelchen. Und für den Geschmack, ja, rühr das mal rasch ein. Für den Geschmack, die isst man nicht mit, habe ich hier noch zwei bestickte Zwiebeln, sprich ein Zwiebelviertel mit einem Lorbeerblatt und einer Nelke, die durchgestochen ist und das Lorbeerblatt festhält als Suppeneinlagen. Die geben Geschmack ab, aber werden vor dem Verzehr natürlich wieder rausgefischt. So. Und drum haben wir jetzt das günstige Gas und den günstigen Gaskocher. Das ist nämlich eine Steckkartusche, sprich ich kriege da den Kocher nicht runter und ich wollte die irgendwann mal leer haben, weil das muss jetzt eine ganze Weile köcheln und dann kann ich hier mal endlich mal ein bisschen Gas verbrauchen aus der blauen Kartusche. Ja, im Idealfall köchelt das Ganze jetzt, haltet euch fest, 2 Stündchen. Heidenei. Und damit ihr nicht 2 Stunden lang zugucken müsst, wie ein Topf dampft, machen wir erstens den Deckel drauf. Und zweitens gibt es einen Schnitt. Yay! So, wir haben jetzt noch beschlossen, dass wir doch noch ein bisschen Wasser nachgeben, dass bei uns hier ordentlich vor sich hin dampft und der Kocher keine so richtig, richtig niedrige Einstellung hat der fast nicht. Also er läuft jetzt wirklich auf kurz vor Ausgehen. Und jetzt hoffen wir, dass wir dann mit dem Meer Wasser dann im Endeffekt... Das kommt gut. Genügend Suppe rausbekommen. Ach ja, und Ben hatte schon Angst, dass es so viel Gemüse ist und nur so wenig Gerste. Keine Sorge, die Gerste, die wird ganz groß, wenn sie lange kocht. Ja, die saugt sich logischerweise voll. Ja, aber dass die dann so sehr aufquillt. Lass dich überraschen. Mach ich. So, die Suppe ist... Also das Ding muss ja wirklich, wirklich lange kochen. Also den Kommentar muss ich jetzt gerade kurz noch loswerden. Ja, das ist so. Aber je länger sie kocht, desto besser wird sie. Das Coole ist ein bisschen wie bei Glühwein. Ja. Und wir haben sie jetzt eine gute Stunde kochen lassen. Dann habe ich die besteckten Zwiebeln, also die mit Nelke und Lorbeerblatt rausgenommen, weil es mir dann gerne mal zu nelkig wird. Mag ich dann nicht so. Und da... im gleichen Zug dann gerade noch 200 Milliliter Rahm dazugegeben. Und mit Sahne. Pfeffer, Sahne, Entschuldigung. Für Deutsche. Ja. Ich dachte, seit den Elbermakronen wissen Sie das. Sahne dazugegeben, die fettreduzierte und mit Pfeffer gewürzt und dann weiter köcheln lassen. Das Witzige ist jetzt, dass dadurch, dass wir jetzt hier wirklich schon gefühlte 2 Stunden vor diesem Topf, das könnte sogar stimmen ungefähr. Ja, wir sind jetzt
eine Stunde 40. Eine Stunde 40 vor diesem Topf hocken. Führt das dazu, dass inzwischen der komplette Wald, das dampft nämlich fröhlich vor sich hin, nach lecker Suppe riecht. Also langsam wird es ein bisschen Folter. Aber ja, Schatz hat ja beschlossen, dass sie jetzt fertig ist. Ja, kannst du mal ein bisschen probieren. Ich würde die einfach so rausschütten. Und wie machen wir das am besten? Wir haben keinen Schöpflöffel. Ja, bitte schütt mir raus. Weißt du was, wir können hier einfach eine Probierrolle machen. Ich würde sie schon noch gern so 10 Minuten köcheln lassen. Na gut, ein Probierrolle. Aber ein Probierrolle kriegst du schon. Leider ist sie mir zwischendrin mal kurz unten angebrutzelt, darum hat es etwas dunklere Stellen drin. Ah. Aber die kann ich ja auch als super krokant. Auf dem Teflon ist das doch nicht so schlimm, oder? Nee. Die sind jetzt einfach ein bisschen knuspriger. Brauchst du noch Pfeffer? Also in Anbetracht dessen, dass eine Hauptzutat dieser Suppe Gemüse ist, bin ich ganz begeistert, wie wenig Gemüse ich die im Grunde, wahrscheinlich ist Gemüse der böse Bestandteil von Gemüse, kocht sich nach und nach raus und dann wird es irgendwann zu Fleisch. Nein. Ja doch, sehr fein. Braucht noch vielleicht einen Hauch Pfeffer, ja. Aber erstaunlich, bei doch diesen simplen Zutaten, dass dann doch durch super langes Kochen, ja gut, durch sowas die Brühe natürlich auch schon Salz und andere Gewürze. Ja, schon drin. Klar. Und dann braucht es eigentlich nur ein bisschen Pfeffer. Mhm. Aber hat schon ziemlich viel drin. Mhm. Okay, ein Hauch kriegt ein Hauch noch. Boah, ist das lecker. Nom. Gut, wir lassen noch 10 Minütchen köcheln, ne? Oder wir können sie auch jetzt essen. Mhm. Je nachdem, wie hungrig du bist. Ben hat Hunger. Ja, ich hätte schon Lust. Also dann ziehe ich meine Handschuhe an und bekippen sie. Aber ich verstehe schon. Und übrigens, also jetzt die Konsistenz von diesen Gerstenkörnern. Ich habe ja gedacht, oh, das ist aber wenig Gerste, also ganz viel Gemüse. Erstens, das Gemüse löst sich wirklich nahezu vollständig auf. Also die Karotten findet man noch, der Lauch. Ja, der Lauch, da merkt man so nichts mehr von. Der ist dann so zerkocht, dass das gar nicht mehr so ins Gewicht fällt, das Gemüse. Also ist schon noch drin und man merkt auch, dass da schon eine Gemüsekomponente drin ist, aber und die Gerste, die quillt wirklich wahnsinnig auf. Für meinen Geschmack war das wirklich sehr wenig Gerste. Ich dachte, huch, so wenig Substanzeinlage in der Suppe, aber das Problem löst sich dann. Warte, ich muss noch einen Löffel nehmen. Ja, du kriegst ganz viele Löffel. Mmh. Guck mal, ich habe den Schnellschöpfer heute. So. Fein. Ja, Schatz, hast du selber schon probiert? Ich muss hier erst noch einen Deckel wieder drauf machen, dass sie nicht sofort kalt wird. Dann ziehe ich doch noch meinen Handschuh an. Der Vollständigkeit halber, dass wir jetzt sicher gehen, dass das auch mitbekommen wurde. Wie viel Rahm haben wir da jetzt, also Sahne haben wir da jetzt noch dran gemacht? 1,5 bis 2 Deziliter. Und das haben wir vor einer halben Stunde ungefähr gemacht? Ungefähr vor einer halben Stunde. Also ich habe es noch mit köcheln lassen. Mhm. Und auch mit Pfeffer nach Belieben abschmecken. Man kann natürlich auch noch andere Kräuter, Gewürze und so weiter reinmachen. Traditionell kann man sie auch noch schön mit etwas Schnittlauch dekorieren. Haben wir jetzt gerade nicht griffbereit. Geht auch ohne. Okay, und dann ist es das diesmal schon gewesen. Das war heute mal ein etwas kleinerer Teil. Aber dafür haben wir jetzt lecker Suppe und schmeckt. Ja, absolut. Lecker, lecker. Dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr auch lecker Suppe kochen möchtet, haben wir euch hier nochmal alle Zutaten aufgeschrieben. Und ihr könnt kurz Pause drücken und euch entsprechend den Einkaufszettel schreiben. Wir wünschen schon mal guten Appetit.